So, meine Liebe, jetzt haben wir dir deine komplette Terrasse einmal wieder in ein Blütenmeer verwandelt. Ja, und ich bin begeistert. Und zwar, weil ich, für mich war eine Geranie immer eine Sommerblume. Und du hast mir jetzt gezeigt, dass man die auch wunderbar im Winter, ja, beziehungsweise bis zum Winter behalten kann, also in den Herbst hinein, weil sie solche schöne Farbvielfalt hat auch. Genau, und auch die Blattstruktur, wenn du da vorne mal guckst, das ist auch, die gehen ja perfekt hier, die Blattschmuckgeranien, in den Herbst rein. Und ich finde es auch einfach eine schöne Kombi, einfach noch ein paar Herbstblüten, ein paar Herbstblüher dazusetzen und schon hast du wieder ein ganz anderes Ensemble, ein ganz anderes Gefühl. Und noch ein paar Kürbisse dazugelegt, ein paar Kastanien und schon hast du dein Wohnzimmer wieder nach draußen geholt. Ja, genau. Und das wollte ich gerade sagen, ich bleibe jetzt hier draußen. Ich wohne jetzt hier auf meiner Terrasse. Ich finde es so schön. Es ist so schön herbstlich. Ich liebe den Herbst ja sowieso wegen des Lichts, weil es so ein schönes, weiches, goldenes Licht ist. Ja, das stimmt. Und du weißt ja auch, überwintern geht ja auch, ne? Ja, das habe ich auch schon mal ausprobiert, da bin ich gescheitert, da sind sie mir vertrocknet. Der Klassiker. Ja, genau. Was muss ich denn machen? Also im Endeffekt, um sie zu überwintern. Ich würde wirklich gucken, also wenn es jetzt die normale rote Geranie ist, dann würde ich mir überlegen, ob ich die Arbeit habe. Wenn ich besondere Sorten habe, so wie Blattschmuckgeranien oder welche mit ausgefransten Blütenblättern, da würde ich wirklich gucken, okay, da hängt man ja so ein bisschen dran. 15 cm runterschneiden im Herbst. Und dann eigentlich, sie können so lange draußen stehen bleiben, wie es noch hell und schön ist. Wenn die Temperatur aber unter 9 Grad geht und das konstant, dann sollte ich sie ins Winterquartier holen. Und da ungefähr zwischen 5 und 19 Grad dürfen sie stehen bleiben, wenig gießen. Und dann läuft das eigentlich wunderbar. Im Frühjahr rausholen und aber langsam wieder an das Sonnenlicht gewöhnen. Also nicht einfach nur raus und sagen, so, hier ist die Sonne, seht zu. Sondern wirklich erstmal wieder ins Hellere bringen und Stück für Stück. Das ist dann schon Arbeit. Ne? Also du meinst, ich könnte sie auch einfach so in den Keller stellen, wo gar kein Licht ist? Würde sie das überleben? Nee, ne? Hell stehen muss also sie schon. Also ein bisschen Licht braucht sie schon, aber es muss jetzt nicht voll beschienenes Gewächshaus sein, sozusagen. Nein, das braucht es nicht. Es muss nur hell stehen. Es muss kühl stehen. Die Pflanze muss kühl stehen. 15 cm, die steht natürlich nachher nicht im Gewächshaus, sondern draußen. Das heißt, du hast nicht sofort Blüten. Also du musst wirklich warten, bis die wieder Blüten getrieben haben. Dafür hast du kräftigere Pflanzen, du hast größere Pflanzen, aber du musst halt einfach bedenken, du hast nicht sofort die Blütenpracht, als wenn du jetzt ins Gartencenter gehst und die da holst. Ja, das finde ich gut, weil das ist, tut einem ja, schmerzt einem doch, die dann im Winter irgendwie wegzuschmeißen. Ja, aber das ist ja das Schöne, dass es bei Geranien wirklich dann die Möglichkeit gibt, das zu machen. Und wie machst du das? Wie düngst du? Also ich habe sie am Anfang sehr, sehr, sehr viel gedüngt und auch viel gegossen. Jetzt weniger. Also jetzt Richtung Herbst habe ich dann aufgehört mit dem Düngen. Sollte man die noch weiter? Also ich würde sie schon noch weiter düngen und auch immer auf die Packungsbeilage, also auf die Anwendung gucken, was auf der Düngeflasche draufsteht. Ganz wichtig. Und vor allen Dingen auch bedenken, weniger Wasser. Also wenn wir Richtung Herbst gehen, dann ist die Sonne nicht mehr so stark, die Verdünstung ist nicht mehr so groß, der Wurzelballen trocknet nicht mehr so schnell aus. Lieber davor den Fingertest machen, einmal den Finger in die Erde halten, gucken, wie feucht ist sie. Und dann kannst du ihr nochmal einen Schluck geben und gerne auch mit Dünger nach Anleitung, weil dann kommen die Blüten immer noch, ne? Und die alten rausknipsen. Ja, das mache ich. Du, ich muss dir echt sagen, ich bin dir sehr, sehr dankbar. Du hast mich nämlich auf die Geranie gebracht. Ich dachte nämlich immer früher, oh, Geranien erinnern mich an meine Oma oder an meine alten Tanten. Es hatte so leicht was Spießiges. Ich kenne das so aus Bayern, dann hängen die so vom Balkon. Und das war so das Image für mich, der Geranie. Und durch dich habe ich sie wirklich kennengelernt. Und naja, woher ich sie natürlich auch kenne, ist aus dem Süden, ne? Wenn man in Italien oder Griechenland, dann wachsen die aus irgendwelchen Blecheimern raus. Daher kannte ich sie schon auch. Aber diese vielen, vielen Sorten, diese Blütenpracht, diese unterschiedlichen Sorten von eckigen, also so zackigen Blättern, und ganz rund und die verschiedenen Farben, dann duften die so schön. Und es gibt ja auch noch diese extra Duftgeranien. Also ich bin völliger Fan geworden und ich will nichts anderes mehr aufmachen. Um es damit abzuschließen, es ist einfach eine wunderbar dankbare Pflanze bei uns im Garten. In unserem Klima daran perfekt. Mhm. Schön. Sehr schön, vielen Dank. Das ist so toll geworden.